Kollegin spricht mit einem Mann von dem Gesicht her sibyllinisch wie der Psychiater in eine Couch in New York, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Nein, das sei kein Geliebter, kein Freund, sondern das sei unser gemeinsamer Chef, dem ich auch noch vorgestellt werden werde. Morgen. Sie habe die Botschaft erhalten, dass in Prag man reingelegt werde, dann Vorstellung bei dem emeritierten Professor, der völlig vertrottelt ist, und bei einem anderen. Und am Ende kommt es zu einem Auswahlverfahren. Skilaufen und Schwimmen gegen andere Kollegen. Wir fahren los, doch die Abfahrt, die Straße, ist plötzlich durch eine Spiegelglasscheibe gesperrt. Der Kollege kann nicht mehr ausweichen und erwischt die Scheibe am linken Ende, und nach einer Kurve geht es dann noch weiter. Straßenarbeiter bauen eine ganze große Fläche voll mit Spiegel, Kacheln, sodass man entschließt, möglichst schnell und gerade darüber mit den Skiern hinwegzufahren, um möglichst keines zu zerbrechen. Aber am Ende, nach der Trasse, kommen noch zwei mit einem auf den Schultern getragenen Rohr oder Spiegelelement oder was auch immer. Dann geht es ins Wasser und man muss schwimmen, zuerst im Kraul, dann Brustschwimmen. Am Ende war das Ganze nur ein Fake, eine Falle, in die man diese ganze Spiegelstraße errichtet hatte, die man dann während des Wettkampfs zerstören musste oder beschädigen musste. Auch wenn man genau das Gegenteil versuchte.